Hallo zusammen und willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr ein Systemupdate bei eurem Motorola Moto G23 machen könnt bzw. danach schaut. Dafür gehen wir einmal in die Einstellungen und ganz runter zu Systemupdates. Und hier haben wir, deine Software wurde noch nicht aktualisiert. Das Update konnte nicht heruntergeladen werden. Okay, das konnte heute Morgen um 10 nicht heruntergeladen werden. Das könnten wir dann mal machen. Wir können hier sagen, auf Updates prüfen und dann wird das hier quasi angezeigt, dass ihr was verfügbar habt. Hier könnt ihr jetzt hier sagen, Download, Optionen, WLAN und Mobilfunkdaten oder nur WLAN. Und dann könntet ihr das Ganze jetzt hier installieren. Das dauert immer ein bisschen, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Aber grundsätzlich wird es dann einmal heruntergeladen und dann installiert. Dann startet einmal euer Telefon neu. Keine Sorge, dabei bleiben die ganzen Einstellungen und so wie gehabt. Hier könnt ihr dann einmal noch intelligente Updates einstellen. Updates werden automatisch heruntergeladen und installiert, wenn eine Verbindung zum WLAN besteht. Hier könnt ihr einmal mehr lesen, warum Updates wichtig sind und hier euren Update-Verlauf einsehen. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr einfach ganz normal zurückgehen. Entweder installiert dann euer Handy ein Update oder nicht, je nachdem. Das ist auf jeden Fall, wie ihr nach Updates gucken könnt bei eurem Motorola Moto G23. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!